Mercedes-Benz hat es Tradition, Geschichte zu machen. Jetzt haben wir als Erfinder des Automobils das Automobilmuseum neu erschaffen. Das Mercedes-Benz-Museum zeigt die mehr als 120-jährige Automobilgeschichte, die wir als einzige Marke vom ersten Tag an lückenlos darstellen können. Erleben Sie den gesamten Mythos Mercedes. Auf einer Ausstellungsfläche von 16.500 Quadratmetern. 80 Personenwagen, 40 Renn- und Rekordfahrzeuge und 40 Nutzfahrzeuge vereint in einem einzigartigen Gebäude. Zwei parallel verlaufende Rundgänge führen durch das Mercedes-Benz-Museum. Fünf thematisch geordnete Kollektionsräume und ein chronologisch ausgerichteter Mythos-Rundgang. Willkommen beim Mythos Mercedes-Benz. Zu einer Zeitreise, die bei den ersten beiden Automobilen der Welt beginnt. Mit faszinierenden Geschichten, Fakten und Anekdoten, die mit modernster Medientechnologie zum Leben erweckt werden. Im März 1886. Bestellt. Insgesamt 7 Mythosräume führen durch alle Epochen der Automobilgeschichte. Sie lassen den Zeitgeist der jeweiligen Ära aufleben und präsentieren deren wichtigste Automobilikonen. Der Serien 300 SL fällt auch hier nicht aus dem Rahmen. Die Räume zeigen das Ineinandergreifen von Tradition und Innovation. Sie dokumentieren die Herausforderungen der Zeitgeschichte und die entsprechenden Antworten von Mercedes-Benz. Die Annäherung an solch eine Vielfalt geschieht im Mercedes-Benz-Museum genauso unterschiedlich und vielfältig wie unsere Markengeschichte. Was 1883 mit dem ersten schnelllaufenden Motor begann, setzt sich mit der weltweiten Präsenz unserer Marke in der Gegenwart fort. Der zweite Rundgang präsentiert die ganze Fülle und Vielfalt der Marke. Zeitübergreifend und nach Themen geordnet. Hier entdecken die Besucher Exponate wie den letzten Dienstwagen des ersten deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer und weitere faszinierende Originalstücke von prominenten Mercedes-Benz-Fahrern. Prominente, die auch selbst gern ins Mercedes-Benz-Museum kommen. Ob als Besucher oder zu besonderen Events. Bambi 2006, live aus Stuttgart, aus dem Mercedes-Benz-Museum. Ein Kollektionsraum verschreibt sich komplett den Nutzfahrzeugen. Hier sehen die Besucher zahlreiche Lkw und Transporter. Sie repräsentieren die Vielfalt der einmaligen Nutzfahrzeuggeschichte von Mercedes-Benz. Auf dem Wege zum großen Preis von England. Mille Miglia. Jagd über 1000 Meilen. Moss auf 300 SLR Mexiko. Ferreira Panamericana. Beide Rundgänge enden im Bereich Silberpfeile, Rennen und Rekorde. Hier eröffnet sich die komplette Renn- und Motorsportgeschichte von Mercedes-Benz. Diesmal lässt sich Moss den ersten Platz nicht nehmen.
Unternehmen. Eine Erfolgsstory aus über 100 Jahren, der wir eine komplette Ebene widmen. Als großes Finale einer einzigartigen Tradition. Eine Tradition, die heute lebendiger ist denn je. Weltbestleistung von Mercedes auf der Straße. 437 Kilometer pro Stunde. Caracciola fährt sie und bleibt bis... Legendäre Rekordfahrzeuge flankieren den Zugang zu einer eigenständigen Ausstellungseinheit. Der Faszination Technik. Hier präsentieren wir spannende Einblicke in die Arbeit unserer Ingenieure und Entwickler. Mit innovativen, sicheren und umweltfreundlichen Lösungen für die Mobilität von morgen. Für die zahlreichen Besucher aus aller Welt hält das Mercedes-Benz-Museum weitere Höhepunkte bereit. In die Passage sind Shops, eine Open-Air-Arena und Clubs integriert. Die Restaurants setzen auf Highlights der kulinarischen Art. Diese reichen vom kleinen Imbiss bis zum exklusiven Gala-Diner. Glanzpunkte der Gegenwart erwarten Sie gleich nebenan. Im Mercedes-Benz Center präsentiert sich stets unsere vollständige, aktuelle Neuwagenpalette. Somit fügt sich zu Tradition und Zukunft auch die Gegenwart unserer Marke. Vereint an einem Ort, der selbst Geschichte geschrieben hat. An der Wiege der Mobilität.